einen schönen guten Morgen an euch allen. Ich begrüße euch im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Wochenspruch für heute, der Sonntag, Sexagesima, finden wir in Hebräer 3, Vers 15. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Am Sonntag, Sexagesima, hören wir das Gleichnis vom vierfachen Acker. Oft meinen wir, dass das Wort, das wir weitersagen, nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Nur selten, ja eigentlich nie, sehen wir die Frucht des Wortes. Wir haben aber die Verheißung, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt. Und so werden wir nicht aufhören, von ihm zu erzählen, in dem Vertrauen, dass Gott selbst das Gedeihen gibt. Bevor wir das erste Lied singen, will ich ein paar Abkündigungen mit euch teilen. Das Dankopfer für unsere Gemeinde letzten Sonntag betrug 2751 Rand. Und das heutige Dankopfer ist für die theologische Ausbildung unserer zukünftigen Pastoren bestimmt. Die Kontoeinzelheiten sind im Glockenspiel zu sehen. Also wenn man ein bisschen zurückgeht, wird man das da sehen können. Und ihr werdet ermutigt, auch dazu zu geben. Die theologische Ausbildung hängt sehr davon ab, was sie von unserer Kollekte bekommen. Wir gratulieren Karin Vermühlen. Sie feiert heute Geburtstag. Und die Geburtstage könnt ihr auch sehen, wenn ihr ein bisschen zurückgeht während des Glockenspiels. Wir begehen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir singen jetzt zusammen das Lied im Gesangbuch 452, 452, erweckt mich alle Morgen. Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 119.
Herr, dein Wort bleibt ewiglich. Soweit der Himmel reicht, deine Wahrheit wird für und für. Du hast die Erde fest gegründet und sie bleibt stehen. Sie steht noch heute nach deinen Ordnungen, denn es muss dir alles dienen. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, dein Wort hat über die Jahrhunderte nichts an Kraft verloren. Es schafft Leben und es schenkt Leben. Es offenbart uns deine Liebe. Wir bitten, lass uns auf die Kraft deines Wortes vertrauen. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder. Amen. Wir hören jetzt die Lesungen. Die Epistellesung finden wir in Hebräer 4, Verse 12 bis 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Hier endet die Epistellesung. Das Evangelium für heute, die gute Nachricht, finden wir in Lukas 8, Verse 4 bis 15. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Säemann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf dem Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und einiges fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und einiges fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute.
Er aber sprach, heute ist's gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, denn den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Das Gleichnis aber bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes, die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Hier endet die Lesung. Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen jetzt zusammen das Lied O Gott, du höchste Gnadenhort im Gesangbuch 194. 194. Gnade sei euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Lasst uns beten.
Himmlischer Vater, sprich du in unsere Herzen hinein durch das lebendige Wort und deinen Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Ein Kind, das in der Kirche aufgewachsen ist, wird Pastor. Eine schon lange bestehende Gemeinde schließt sich trotz aller Anstrengungen, während eine andere wächst. Ein gefährlicher Gangster, der unzählige Familien zerstört hat und viele von dem Herrn verführt hat, John Turnipseed, lernt Christus kennen, wird frei vergeben und will mehr Gangster für den Herrn gewinnen. Ein Kind betet jahrzehntelang, dass seine Mutter glaubt, aber es scheint nichts zu passieren. Ein verachteter Zöllner klettert auf einen Baum und Jesus lädt sich zu seinem Haus ein. Und später am selben Tag gibt dieser Zöllner Zachäus sein Leben Jesus auf, während der Priester des Tempels des Herrn Jesus Christus töten wollte. Was geht mit dem Reich Gottes an? Manchmal scheint Gott so unberechenbar zu sein. Einerseits segnet er, andererseits nicht. Wie und wann er beschließt, im Leben einer Person zu arbeiten, scheint so unerklärlich zu sein, dass es kein Mensch verstehen kann. Obwohl wir es nicht verstehen, bricht der allmächtige, barmherzige Gott in diese Welt mit seiner Gnade an. Der heutige Predigttext Markus 4, Verse 26 bis 29 spricht direkt in diese Frage hinein. Das Gleichnis vom Wachsen der Saat. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und Tag, und der Samen geht auf und wächst. Er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Soweit die Lesung. In diesem Gleichnis lehrt Jesus die Hörer um ihn herum über das Reich Gottes. In der Tat, in Markus 4 lernen wir, dass Gottes Königreich und Gottes Wort untrennbar miteinander verbunden sind. Der Samen, das in der Geschichte gesät wird, ist das Wort Gottes. Der Farmer, der den Samen sät, das ist der Herr, der durch uns sein Wort sät. Der Boden, in dem die Saat wächst, sind wir Menschen. Das ganze Bild ist ein Bild Gottes Königreich. Es kann aber auch so verstanden sein, dass wir diese Farmer sind, die den Samen zerstreuen und Gott lässt ihn wachsen in den Menschen, den Herzen der Menschen, die den Boden sind. Nur Gott kann diesen Samen wachsen lassen in den Herzen derer, die er wählt, wenn er es wählt, zu seinem Plan. Gottes Reich ist geistig, aber es erstreckt sich in die Herzen derer, die die Wahrheit, dass Jesus als Gottes Sohn für unsere Sünden gestorben ist, annehmen und vertrauen. Es gibt so viele Beispiele von dieses. Es gibt Beispiele in der Apostel Paulus, Saulus, der mit Hass die Christen zuerst verfolgt hat. Mit Hass hat er sie gesucht. Von Haus zu Haus, von Stadt zu Stadt. Und er hat sie verfolgt. Manche wurden einfach verhaftet, manche wurden gepeitscht. Manche wurden hingerichtet. Und dann begegnet er in einer Vision Jesus auf dem Weg zu Damaskus. Und dieser grausame Mann glaubt. Er bekehrt sich. Er sieht und lernt, dass Jesus doch der Sohn Gottes ist, dass er der Herr ist. Und wenn er seine Menschen, seine Christen verfolgt, verfolgt er ihn, Jesus Christus selbst. Und dieser grausame Mann wird Christ. Es gibt nicht nur Beispiele in der Bibel, es gibt auch viele Beispiele, auch eines, das ich genannt habe. Ein Gangster mit Namen Tönen, äh,
Entschuldigung, John Turnipseed in Amerika war ein grausamer Gangster und er begegnet Jesus. Gott wirkt in sein Leben durch andere, die ihn ansprechen, durch das Wort. Und dies trifft ihn durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist benutzt das Wort und macht es in uns wirken. Es ist nicht das Gleiche wie ein Buch, das wir lesen, eine Novelle, eine Biografie. Es sind einfach Worte, es sind Sachen, die wir dann lernen können oder die einfach interessant sind, eine Geschichte. Aber es endet uns nicht sehr. Aber die Bibel, Gottes Wort darin, das wir entdecken, die gute Nachricht über Jesus Christus, das ist der Kern, Jesus Christus. Dies Wort, zusammen mit der Kraft des Heiligen Geistes, ist lebendig in uns. Und die Bibel lehrt uns auch, dass Jesus das lebendige Wort Gottes ist. Er ist das Wort. Und durch das Lesen, Hören und Erleben Gottes Wort können wir zum Glauben kommen. Und nur indem wir Gottes Wort erfahren, können wir in Gott glauben und ihm vertrauen. Aber wir haben keine Kontrolle. Ich habe auch Beispiele gegeben. Ein Beispiel am Anfang von einem Kind, das jahrzehntelang für seine Mutter oder seinen Vater oder ein Familienglied betet, dass sie sich bekehren, dass sie aufhören zu trinken, dass sie aufhören, sie zu vergewaltigen, dass sie anfangen, in Gott zu glauben. Sie beten Jahrzehnte und es scheint, dass nichts passiert. Warum? Wir haben keine Kontrolle über Gottes Wirkung in andere. Gott ist der, der entscheidet, ob er in jemand wirkt oder nicht. Aber als Menschen haben wir die Freiheit, Gott abzulehnen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will, dass alle Menschen sein Heil und seine Liebe erfahren. Und doch sind da so viele, die seinen Ruf ablehnen. Das haben wir auch im Gleichnis im Evangelium gehört. Es sind die auf dem Gehweg, die das Wort hören, aber nicht glauben. Bei anderen sind es die, die Gottes Wort hören und glauben, aber schnell fällt es weg. Sie haben keine tiefe Wurzel. Warum wirkt Gott nicht immer so in diesem Moment, wo wir sein Wort mit anderen teilen? Oft hören wir die Worte, ich will dein Gott nicht. Ihr seid falsch. Ihr seid Hypocrites. Ihr tut es ja selber nicht, was ihr uns erzählt. Warum will ich in die Kirche hineingehen? Ihr wollt nur mein Geld haben. Ihr seid Heuchler. Wo ist Gott in dieser Zeit? Und die Antwort ist, dass Gott immer am Wirken ist. Wenn der Farmer zuerst die Saat sät, geht er wieder nach Hause. Er schläft. Morgens wird er wach und er geht hinaus in das Land und er beobachtet die Erde und den nächsten Tag sieht er nichts. Er ärgert sich über diesen Samen. Es muss was Schlechtes sein. Warum ist das nicht gleich gewachsen? Ich soll doch gleich was ernten. Wo ist der Melis? Ich habe ihn doch gepflanzt. Wo ist es? Und doch wissen wir, dass man nicht gleich den nächsten Tag ernten kann. Melis nimmt 8 Monate, 9 Monate, 10 Monate. Nussbäume nehmen Jahre, bis man was ernten kann. Es nimmt manchmal eine Woche, manchmal 3 im Winter, bis ein Samen so wächst, dass man was sehen kann. Man sieht nicht immer, was Gott tut. Man hat nicht die Kontrolle.
Gott will, dass wir trotzdem sein Wort sehen. Dass wir in die Welt hineingehen und sein Wort streuen, es mitteilen, es andere geben, erzählen. Er will, dass wir von seiner Liebe erzählen, von seiner Barmherzigkeit, seiner Vergebung. Er will, dass wir nicht den Mut verlieren, denn es kommt nie leer zurück, obwohl wir es vielleicht nicht sehen. Gottes Wort wird nie leer zurückkommen. Es bringt immer irgendeine Frucht. Manchmal dauert es Jahrzehnte, manchmal dauert es einfach so lange, aber Menschen lehnen es immer ab, sie haben die Wahl. Aber wir sehen nicht, was Gott in Menschen schafft. Du siehst nicht, was du jemand schaffst, wenn du sie anrufst oder eine ermutigende Botschaft schickst. Du siehst nicht, was du in ein Kind erregst, wenn du es preist und komplimentierst, wie gut sie was geschafft haben. Oder wenn du gut über jemanden sprichst und sie hören davon. Man sieht nicht, was in einer Person angeht. Wir sollen den Mut nicht aufhören. Hört nicht auf, Gutes zu tun. Hört nicht auf, Gottes gute Bote zu sein. Ruft an, schickt Botschaften, besucht, wenn ihr das dürft und gut machen könnt. Betet für ein andere. Liest eure Bibel, sodass Gottes Wort in euch wachsen kann. Sodass ihr, dass Christus in euch wachsen kann. Er ist das lebendige Wort. Lies die Bibel, spendiert Zeit mit Gott, sodass er euch mit seiner Liebe füllen kann. Macht es nicht, weil ihr gezwungen fühlt, weil ihr es müsst, weil wir Christen sind, sondern weil ihr wollt. Und manchmal muss man ganz klein anfangen. Manchmal fühlt man sich so weit weg von Gott, muss man ganz klein anfangen. Man hebt die Bibel auf und man beginnt mit Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes. Man liest bisschen, bisschen, bisschen. Und man betet einfach, Herr, bitte hilf mir. Bitte zeige mir, lehre mich, wie ich beten soll. Bitte zeige mir dein Wort, ich möchte lernen. Bitte schenke mir das Bedürfnis, beten zu wollen und dein Wort lesen zu wollen. So fängt man an und wenn man täglich zu Gott kommt, schafft er was in euch. Langsam wächst das Wort in euch. Langsam wächst Gottes Friede. Und seine Liebe für andere. Und so wie diese Liebe wächst wie eine Flamme, erst glüht es und allmählich wird es zu einer großen Flamme, die nicht versteckt werden kann. Diese Flamme der Liebe und Gottes Wort wächst so groß in ein, dass man es nicht einhalten kann. Man möchte es andere weitergeben. Entweder man erzählt es ihnen oder man tut was Gutes. Wenn du zu Hause dein Ehemann oder deine Ehefrau mit Respekt hantierst. Oder wenn du was Schönes tust für deinen Mann oder deine Frau, erleben sie Gottes Liebe durch deine Aktion. Wenn du deine Kinder ermutigst und Zeit mit sie spendierst und sie mit deinen Worten und Aktionen aufhebst und aufbaust als Menschen, erleben sie Gottes Liebe, das Evangelium Gottes Liebe durch euch. Wenn ihr auf der Farm eure Farmarbeiter mit Würde und Respekt behandelt, erleben sie Gottes Liebe und Respekt durch euch. Wenn ihr jemand vergibt, der euch verletzt hat oder die euch verletzt hat, ohne dass sie es gefragt haben, ohne dass sie um Vergebung gebeten haben, erleben Menschen um euch Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Die gleiche Barmherzigkeit und Vergebung und Liebe, die wir in Jesus Christus auf dem Kreuz erleben, als er gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, wir sind Gottes Bote. Wir haben diesen Samen bekommen von Jesus, nicht nur wegzugeben, sondern das wächst auch in unsere Herzen. Wir dürfen es weitergeben und wir sollen es weitergeben, sodass andere ihre Liebe und ihren Lebenssinn finden in Jesus Christus. Die Botschaft für heute ist, Gottes Wort kommt nie leer zurück.
Er macht es wachsen. Gibt nicht den Mut auf. Macht weiter, tut Gutes. Verteilt und teilt Gottes Wort mit anderen durch eure Worte und durch euer Leben. Amen. Und der Friede Gottes der Höhe ist das alle menschliche Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du gabst deinen Jüngern das Abendmahl vor der dunkelsten Stunde der Weltgeschichte. Du gabst dich selbst in Brot und Wein, damit die Jünger diese Zeit durchstehen sollten. Du gabst uns deine Bibel, das Wort, das Evangelium. Uns durch unsere dunkle Zeiten zu helfen. Du gabst uns nicht nur das Wort, du gabst uns auch die Taufe und das heilige Abendmahl. Das Wort sichtbar gemacht, dich selbst. Du gabst dich selbst in Brot und Wein. Herr, an deinem Tisch finden wir Trost, Kraft, Mut und Freude. Hier in deiner Gegenwart hören wir deine Worte. Fürchtet euch nicht. Damit ist es wahrhaftig würdig und recht, dass wir dich, ewiger Gott, immer und überall loben und dir danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Er lud auf sich alle unsere Schuld, damit wir durch ihn, der Sünde gestorben, der Gerechtigkeit leben. Darum loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte und fürchten dich die Gewalten. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit einem heiligen Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth,
Alle Lande sind seine Ehre voll. Hosianna in der Höhe, gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's. Er gab es zu seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab es ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde weg, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde weg, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde weg, gib uns deinen Frieden. Amen. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Zu euch spreche ich die Worte: Christi Leib für dich gegeben. Christi Blut für dich vergossen. Ihr feiert jetzt zu Hause das heilige Abend.
Lasst uns Dank sagen. Herr, lieber Jesus, danke, dass du dich in das heilige Abendmahl gegeben hast. Danke, dass du uns auch daran erinnert hast, dass du uns lieb hast, dass du für unsere Sünden gestorben bist. Und Herr, wir sind Sünder und wir danken dir, dass du uns vergeben hast. Wir danken dir für das Geschenk deines Heiligen Geistes, der in uns lebt und regiert. Schenke uns das Wollen, sodass wir deinen Willen tun. In alles, das wir sagen, denken und machen. Dieses bitten wir in Jesu Namen. Amen. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche.